Der legendäre Boxkommentator Sigi Heinrich pflegte stets zu sagen, Bums, wenn er bei einem Kampf einen K.O.-Schlag kommentieren sollte. Und Bums hat es gestern auch gemacht an der Wall Street und bei den anderen Aktienindizes auch hier in Europa aus einer sehr heterogenen Gemengelage. Aber es hat richtig geknallt und jetzt sehen wir wahrscheinlich, weil wir überverkauft sind auf der einen Seite, weil wir charttechnisch so viele positive Divergenzen haben, auf der anderen Seite in Märkten, die eher wie der VIX etwa Abwärtspotenzial anzeigen, sehen wir negative Divergenzen. Dementsprechend ist wahrscheinlich, dass wir nach dem herben Abverkauf jetzt eine Erholung sehen, aber dann eine nächste Abwärtswelle sehen. Warum will ich in diesem Video zeigen? Denn wir haben gestern so viel Porzellan zerschlagen, dass diese Wunde charttechnisch wohl sehr schwer nur zu reparieren sein wird. Aber eins nach dem anderen, meine Damen und Herren, schauen wir uns zunächst mal das Desaster an. Dow Jones ging noch 2,4%, S&P 500 2,8%, aber Le Nasdaq knapp 4% im Minus. Also die Tech-Werte waren gestern massiv unter Druck. Der VIX mit einem Anstieg von 24%, also das Volatilitätsbarometer. Energie-Utilities waren die besten Sektoren. Ganz hinten Technology und Consumer Discretionary. Zu Consumer Discretionary, also Dinge, die man nicht täglich kauft, die man nicht zwingend braucht, aber kaufen kann eben, aber nicht muss, etwa wie Nahrung oder Trinken oder Ähnliches. Darunter fällt unter Consumer Discretionary ja auch Tesla und alleine die haben den Index nach unten gezogen. Aber Technology war schwach, während defensive Sektoren wie Consumer Staples, wie Utilities, also Versorger und Konsumentenprodukte, die täglich oder häufiger konsumiert werden, doch noch einigermaßen gut waren. Das also ist das Bild. Jetzt schauen wir uns mal hier die sogenannte Heatmap an, die Hitzemappe gewissermaßen, wo die verschiedenen Aktien im S&P 500 nach ihrer Marktgewichtung aufgeführt sind. Wir sehen eine Apple 3,7%, morgen ja die Zahlen von Apple und Amazon. Eine Microsoft war im Minus, hat aber dann nachbörslich ganz ordentliche Zahlen berichtet. Eine Google war im Minus, nachbörslich keine guten Zahlen berichtet. Eine Amazon dick im Minus mit 4,5%, aber vor allem eben auch eine Tesla mit 12% im Minus. Also das hat richtig reingeknallt und ja, es war das Investieren sehr viel einfacher, als die Stimulus-Schecks noch ausgereicht wurden und die Fed noch 120 Milliarden pro Monat in die Märkte an Liquidität gepumpt hat. Diese Zeiten sind vorbei und wir sehen, dass in den Indizes, dass die Zeiten vorbei sind. Wir sehen diese doch heftige Abwärtsbewegung. Gestern war das der größte Abverkauf seit 3. Februar, aber nachbörslich ist der Nasdaq Future dann über 5% im Minus gewesen, hat sogar da die Tiefs, die wir gesehen haben, im Februar, März nochmal unterschritten. Aber dann kam die Drehung und die kommt nicht ganz zufällig, sodass wir wie hier in diesem oberen Chart dargestellt eine Erholung sehen könnten, bevor dann die nächste Welle nach unten kommt. Schauen wir uns mal den FANG Plus Index an. Gestern eine 4,8% gefallen, ist jetzt 24% in den Miesen seit einem Jahr, year over year, also praktisch zum Vorjahr auch deutlich unter Druck seit dem 4. April. Da endete diese wunderbare, weitgehend hirnfreie, die Fed meint es vielleicht doch nicht ernste Rallye, aber sei es drum, also es sind die FANG-Aktien. Wir sehen auf der anderen Seite, dass selbst der Dow Jones, der sich ja noch mit am besten hält von allen Indizes, jetzt genau da ist, wo er im April 2021 gestanden ist. Also seitdem ist, wenn man so will, in der Summe nichts passiert. Jetzt erinnern wir uns mal daran, dass die Dividendenrendite so negativ ist, die reale Dividendenrendite, wie noch nie in der Geschichte. Das heißt, Dividenden, die die S&P 500 Unternehmen auszahlen, minus Inflation, ist gerade nicht so richtig stoll. Dementsprechend ist dieses Motto TINA eben nicht mehr wirklich vorhanden. Also there is no alternative, es gibt keine Alternative zu Aktien. Doch, die gibt es gerade dann, wenn eben jetzt Anleiherenditen nach oben gehen. Und das tun sie besonders im Unternehmensanleihensbereich, auch im Staatsanleihenbereich. Jedenfalls sehen wir hier der S&P 500 relativ genau auf sein Tief Februar, März noch ein bisschen drüber, kurz vor Handelsschluss gewesen, dann nachbörslich die Zahlen von Microsoft und vor allem schwach von Google respektive Alphabet, dann hat er genau da aufgesessen, wo er sein Tief gemacht hat und ist dann auf Future-Basis wieder nach oben gelaufen. Hier sehen wir den Nasdaq, wie er sich jetzt präsentiert hat. Wir sind ja nochmal nach oben gelaufen Anfang April und jetzt kommt dieser Move down. Jetzt ist all das wieder verfrühstückt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt hier bouncen, nach oben bouncen erstmal, weil wir total überverkauft sind, die ist schlichtweg relativ groß. Und schauen wir uns mal an, von was wir sprechen, von welcher Fallhöhe wir sprechen.
Wir haben jetzt zwar year to date, da ist es seit Jahresbeginn 2022 ein Verlust von 18% im Nasdaq 100, aber wenn wir 20% fallen würden, dann sind wir um und bei da, wo wir bei den 2021er Niveaus waren. Fallen wir 30%, dann sind wir bei den 2020er Niveaus. Fallen wir 40-60%, sind wir bei den 2019er Niveaus. Und fallen wir 70%, dann sind wir bei den 2017er Niveaus. Also das zeigt, wie krass diese ganze Geschichte hier nach oben gegangen ist, wie hoch die Fallhöhe letztendlich ist in einer Situation, in der auf der einen Seite zu erwarten ist, dass durch Lieferkettenprobleme, Materialmangel etc. die Wirtschaft sich abschwächen wird, was dann die Situation für die Unternehmen verschlechtern wird, während gleichzeitig die Fed aufgrund dieser Inflation die Zinsen anheben muss. Jetzt hat sogar die EZB ja gesagt, wir werden im Juli vielleicht die Zinsen anheben. Unglaubliche geistige Leistung, die da in Frankfurt passiert ist. Jedenfalls, der Gegenwind ist natürlich relativ groß. Dementsprechend die Fallhöhe gerade bei den US-Indizes relativ hoch. Auch diese Fallhöhe, die ist besonders hoch bei Elon Musk. Die Aktie gestern, wie gesagt, 12% im Minus, 126 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung mal eben verloren. Meine zweitbeste Freundin Cassie Wood, die ja eine Gewichtung von gut 10% Tesla in ihrem ARK Innovation hat, fast 7% im Minus. Und warum war Tesla so im Minus? Wahrscheinlich, weil der gute Elon sich Geld leihen muss, respektive eigene Aktien verkaufen muss, um sich Twitter leisten zu können. Da muss er ja um und bei über 20 Milliarden bezahlen. Das andere haben andere Investoren dann wollen beisteuern. Da hat er einen solchen Tender herausgegeben. Aber Elon Musk hat ein kleines Problem. Er hat nämlich sehr viele seiner Aktien verpfändet, hat also die praktisch als Sicherheit für Kredite hinterlegt, nämlich so viel wie kein anderer Mensch an der Wall Street auch nur annähernd. 89 Milliarden Dollar hat er hier praktisch an Aktien verpfändet. Bis zum 30. Juni waren das 52% seiner Tesla-Aktien. Jetzt hat er sich durch die Ausübung von Optionen nochmal neue Aktien reingeholt. Er hat etwa 172,6 Millionen Aktien. Und die sind etwa 170 Millionen Dollar wert. Was bedeutet, dass er theoretisch 42,5 Milliarden Dollar leihen könnte, wenn er sie verpfänden würde. Denn er kann seine Tesla-Aktien nur zu maximal 25% ihres derzeitigen Kursstandes, ihres derzeitigen Wertes verpfänden. Aber das ist natürlich jetzt eine Situation, wo der gute Elon offenkundig sozusagen an die Schatztruhe ran muss und eben seine Besitztümer da ein bisschen veräußern muss, um sich Twitter zu leisten. Naja, wie auch immer man darüber denkt mit der freien Rede, da wird es heute einen Artikel bei Finanzmarktwelt geben, hat es der Elon Musk sonst nicht so sehr, wenn es ihm nicht gerade in den Kram passt, aber wenn es in den Kram passt, dann hat er es mit der freien Rede. Dazu, wie gesagt, mehr heute auf Finanzmarktwelt. Da hat Elon nämlich gezeigt, dass ihnen an wirklich freier Meinungsäußerung nicht wirklich gelegen ist. Aber immerhin, wir haben dann eine gewisse Drehung gehabt, nachdem die Alphabet-Quartalszahlen schwach waren, 5% die Aktie zunächst im Minus. Vor allem schwach Advertising Spending, da sieht man diesen Gegenwind durch den Ukraine-Krieg, der hier passiert. Wir waren unter der Erwartung in vielerlei Hinsichten bei Google. Wir hatten dann aber Microsoft-Zahlen, die waren anständig. Die Aktie dann im Plus, dann ist die Aktie noch weiter gestiegen, nachdem Microsoft im Conference Call eine sehr gute Guidance gegeben hat, also einen sehr guten Ausblick gegeben hat. Das zieht die Märkte wieder nach oben und das in einer Situation, wo der VIX, die Vola, auf 34 gestiegen ist. Hier oben sehen Sie vielleicht in dem Chart eine negative Divergenz. Wir haben gleichzeitig ein wichtiges Gap oben geschlossen. Also der VIX spricht dafür, die charttechnische Lage im VIX spricht dafür, dass der VIX fallen wird. Normalerweise geht das einher mit steigenden Aktienmärkten. Aber wie gesagt, da ist so viel Porzellan zerschlagen worden. Und das wollen wir uns hier mal anschauen. Hier sehen wir den S&P 500, der eigentlich die Chance hatte, eine inverse Schulterkopf-Schulterformation auszubilden. Aber diese inverse Schulterkopf-Schulterformation, die eigentlich eine bullische Formation ist, die hat sich jetzt in Wohlgefallen aufgelöst, nachdem wir jetzt deutlich tiefer gegangen sind mit der rechten Schulter als mit der linken Schulter. Charttechnische Magie, meinen Sie vielleicht, aber es ist ein Muster, das immer wieder zu beobachten ist. Jedenfalls ist das kaputt, ist diese Formation kaputt. Gleichwohl können wir uns jetzt erholen, könnten durchaus nochmal Strecke machen beim S&P 500 in Richtung 4.300 Punkte vielleicht.
wie wir hier im Chart sehen, und dann kommt die nächste Welle, denn es gibt hier viele Parameter, die klar nach unten weisen. Wir sehen interessanterweise, dass die, sowohl die High-Yield-Bonds, also die Unternehmensanleihen mit begrenzter Bonität, mit begrenzter Hochachtung könnte man sagen, Ramschanleihen, als auch Investment-Grade-Anleihen, also besser bonitäre Unternehmen, die Anleihen begeben haben, dass die 1:1 mit dem VIX handeln. Wir sehen also, dass die Vola, die jetzt am Aktienmarkt ist, sich genau widerspiegelt auch bei dem Markt für Unternehmensanleihen. Und wenn wir jetzt eben von den Zukunftsaussichten sprechen, dann müssen wir schlichtweg sehen, dass wir fallende Frühindikatoren haben in vielen Indikatoren, etwa beim Philadelphia Fed, der geht deutlich nach unten. Wir haben ganz deutlich steigende Löhne in den USA. Wir haben sehr hohe Erwartungen an die Gewinne in den Jahren 2022 und 2023. Und wir haben steigende Zinsen. Das ist normalerweise jetzt nicht die Materie, aus der dann die Super-Rallys gemacht sind, sondern das ist Headwind. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Zahlen der Unternehmen schlechter werden, die Gewinne geringer werden, dass hier das Beste bereits hinter uns liegt. Jetzt kommt vielleicht aber ein bisschen Rettung aus China. Hier heißt es, China to boost infrastructure spending. China will also seine Infrastruktur wieder ein bisschen pushen. Das ist immer so, wenn China nicht mehr weiter weiß, dann baut man irgendwelche Straßen und sei es ins Nichts. Aber jetzt ist offenkundig in der Führungselite ein Streit ausgebrochen. Ja, sollen wir jetzt praktisch diese Blase am Immobilienmarkt, sollen wir die irgendwie versuchen zu retten, indem wir da rein investieren durch Stimulus, oder sollen wir das nicht tun? Das ist eine hochinteressante Frage, aber jedenfalls Infrastruktur, hier sehen wir nochmal, was wirklich günstig ist, nach wie vor in Relation zum S&P 500 sind Commodities, sind also Rohstoffe so günstig wie seit Jahrzehnten eigentlich nicht mehr. Hier haben wir einen Doppelboden gebildet, sind jetzt nach oben geprallt. Da können mal Rücksetzer kommen, keine Frage in dieser Relation, aber glaube ich, on the long run werden wir hier steigende Commodities in Relation zum S&P 500 sehen. Und ja, was den DAX gestern natürlich da nochmal getroffen hat, auch Thema meines Marktflüsters gestern war, dass Russland offenkundig Polen jetzt den Gashahn abdreht durch die sogenannte Jamal-Plattform. Hier sehen wir mal die verschiedenen Plattformen. Dann auch Bulgarien offenkundig abgedreht, obwohl jetzt Bulgarien wieder gemeldet hat heute Morgen, naja, noch fließt Gas. Also was jetzt aber dennoch ist, scheinbar klar, dass Russland hier ein Exempel stationieren will. Bulgarien spielt keine große Rolle. Die haben knapp über ein 1/30 des deutschen Verbrauchs an Gas, aber Polen ist da schon eine andere Hausnummer. Aber Polen hat anders vorgesorgt, Polen hat andere Alternativen geschaffen, baut Flüssiggasterminals, ist da also besser aufgestellt als Deutschland. Und Deutschland ist das Thema, wenn es um Gas geht, da sind die Gasspeicher wieder langsam gefüllt, kann man sagen. Es fließt nach wie vor Gas. Also bisher hat Russland uns noch nicht den Gashahn abgedreht, aber es ist wie ein Damoklesschwert, das natürlich über der deutschen Wirtschaft und auch den Märkten hängt. Wenn das passierte, dann denke ich, wird es eine ziemliche Schockreaktion geben. Und die EZB sagt aber, ja, also für die hohen Energiepreise können wir nichts, die können wir durch Zinsen nicht irgendwie beeinträchtigen. Gestern jetzt erste Aussage, wir könnten im Juli vielleicht doch die Zinsen anheben. Da hat Frau Lagarde herzlich drüber lachen können. Aber and the ECB schafft die EZB ab. Da bin ich übrigens der Meinung, dass das notwendig ist. Vielleicht ist sie auch unter dem Hashtag and the ECB. Übrigens schauen Sie sich ruhig mal Twitter an, den Kanal @finanzmarktwelt. Da posten wir sehr viele sehr, sehr gute Tweets. Das ist so eine Art Best-of der Twitter-Welt, zumindest aus unserer Sicht. Und schauen Sie da durchaus mal rein. Das ist wirklich etwas, was so ein bisschen auch eine Zusammenfassung dessen ist, was ich hier mache in den Videos. Viele Dinge, die in den Videos vorkommen, werden da auch vorkommen. Also wenn Sie da genauere Informationen wollen, dann einfach Twitter Finanzmarktwelt auf Google eingeben und den Twitter-Kanal abonnieren oder regelmäßig beobachten. Und abschließend noch ein Hinweis, meine Damen und Herren, der DAX hat sein Abwärtspotenzial, hier, was ist heute los? Abwärtspotenzial noch nicht ausgeschöpft. Ja, richtig, da ist noch viel Abwärtspotenzial, aber kurzfristig dürfte es jetzt noch erstmal mit einer Erholung weitergehen, bevor dann die nächste Welle kommt. Jetzt wünsche ich, diesen Artikel werde ich unter dem Video verlinken, jetzt wünsche ich erstmal einen entspannten Start in diesen Tag und sag Servus und ciao.